Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir dabei waren, die letzten Tiere für die Herstellung zu sammeln. Also sprich, deren Ressourcen zu sammeln. Ich befürchte übrigens beim Schwarzwolf tatsächlich dasselbe wie bei dem Bären. Dass halt eindeutig und ziemlich klar das Tier irgendwo respawnen wird, wenn wir auf einen bestimmten Punkt zulatschen. Und dementsprechend werde ich kandidoserweise das auch versuchen, hier herauszufinden, wo hier quasi der Respawn-Punkt ist, den man belatschen muss, um quasi fast den zu spawnen. Okay. Drei weitere verbleiben. Achso, und ich sollte vielleicht gerade mal ganz kurz das nehmen. Oder ich gucke einfach allgemein, ob hier noch mehr herumlatschen, weil ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass das der einzige ist, der hier auf der Ecke herum. Ja, Klappbus, das sag ich mal schon fast, herumeiert. Ich kann das aber nicht glauben. Das wäre zumindest sowas von unlogisch. Kann ich dazu nur sagen. Okay. Kleinerer Schneesturm tatsächlich mal. Ja. Ist hier hinten vielleicht, weil hier ist auch noch so ein Weg. Ich kann und will aber nicht glauben, dass wie gesagt nur da unten einer ist und dafür dann auch ständig neu zu spawnen selber ist halt auch ein bisschen affig. Das alles hier noch nachgeguckt, der Bereich. Hier haben wir noch mal so einen komischen Baum. Yeah. Sieht wohl oder übel so danach aus, dass wir das wirklich machen müssen, ständig uns hier hin respawnen, quasi. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas macht. Kann es nicht einfach auch so sein, dass hier einfach noch irgendwo anders was ist? Aha. Warum auch immer hier ein Stand drin ist. Bei Gründe, ne? Aber wohl oder übel muss ich in den sauren Apfel beißen und noch dreimal mich wieder hierher begeben. Boah, ist das ekelhaft. Also mal ganz im Ernst, wer hat sich das ausgedacht? Bitte Ubisoft, wenn ihr schon so ein Tier macht, so ein Anführungszeichen seltenes Tier, dann macht es doch bitte so, dass man es wenigstens auch respawnt und man nicht selber irgendwie hinlatschen muss. Na gut, was soll's.
Sowas von nervig, wie gesagt. Oder ist dieser Fels vielleicht, der da oben so hervorlugt. Auch wieder so eine Art Respawn für den. Na, wir brauchen hier noch zweimal, also. Kann mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Auch wenn ich es gerade ein bisschen bezweifle. Ne, wir kommen nur hier hin. Ja. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Das aber auch wirklich nicht noch mehr von denen hier ist. Verstehe ich den Entwickler nicht, der da sich gedacht hat, das wird lustig. Mit dem Bären, das ist ja zumindest gut, da kann man immerhin relativ schnell nachspawnen, aber hier einfach nicht mehr lustig. Ich muss mehrfach sagen, ich weiß, aber es ist auch so. Ja. Ich hätte ja kurzerhand beim letzten Mal schon die vier noch sammeln können, aber da hatte ich einfach noch nicht den Überblick über die Zahl, ne? Und ich glaube, ich habe dann auch einfach gesagt, okay, ich breche ab, ich mache jetzt nicht noch mehr. Das war dann auch noch mal zusätzlich so ein Fail eigentlich an sich. Okay. Bevor wir lange herumeiern, mache ich das jetzt eben schnell, wie gesagt, ne? Dann gucke ich kurz, was ich alles anfertigen kann. Jetzt dementsprechend sollte ich sowieso für jede Sache alles da haben. Und wie gesagt, wenn irgendwas fehlt, jetzt weiß ich definitiv aber auch, wo alles ist, quasi. Ja! Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Zwei, drei mehr und ich hätte einfach nur noch ein oder zwei gebraucht.
Aber na gut. So. Offiziell haben wir dann somit jetzt alles zusammen. Dann gucke ich mal. So, und jetzt steht auch alles auf. Ja, verfügbar. Beutel für Schlafgranaten auf jeden Fall auf 1 erstmal verbessern. Beutel für Berserkergranaten auch auf 1 verbessern. Beutel für Schlafgranaten auf 2 Verbesserungen. Berserkerpfeilwirksamkeit auf 2 Verbesserungen. Beutel für Berserkergranaten auf 2 Verbesserungen. Berserkergranatenwirksamkeit auf 2 Verbesserungen. Beutel für Splittergranaten auf jeden Fall. Walfängermontur können wir auch mal uns machen. Arktische Entdecker können wir auch machen. Grenzmontur können wir auch machen. Sehr schön. Und was wir auch noch machen können, ist eine ganze Menge an Granaten und Pfeilen, die uns noch fehlen. Pfeile auch einmal ganz kurz voll auffüllen. Sehr schön. So, dann gehen wir an Bord unseres Schiffes. Okay, ja, das ist auch schön, dass wir das haben. Wisst ihr was, ich mache mir das einfacher. Weil jetzt ist ja nichts mehr mit irgendwie Anfertigungskram vorhanden. Jetzt gilt es nur noch, ja, Schiffsverbesserungen. Oder etwaige Schiffsverbesserungen nachzuprüfen. Ja. So, erstmal ganz wichtig ist, dass wir das hier machen. Dann zur Flotte gucken. Irische Flagge. Sehr schön. Sehr schön. Grandios. Sehr schön. So, Lagos. Wir gucken erstmal ganz kurz. Alle Schiffe im Dock reparieren. So, Mission, Lagos, da brauchen wir auf jeden Fall eins, wo es dann heißt 100%. Da. Hier haben wir irgendwas. Machen wir das hier. Machen wir das hier.
hier. Und da nehmen wir das hier. Okay. So, das haben wir dann auch erledigt. Dann können wir hier kurz reingucken. Die Morgen verbessern geht halt nichts mehr. Wir haben alles durch, ne? Genau. Cool. Das Aussehen. Genau, das Steuerrad der Aquila. Und dann exzellentes Steuerrad. Okay, dann fehlen hier noch so mit 3 Sachen. Was ist die Voraussetzung? Hauptgeschichte, 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 okay. Hauptgeschichte für die Beendigung aller legendären Schlachten verliehen. Oh, okay. Haupt. Dann müssen wir noch ein paar legendäre Schlachten wohl oder übel machen. Haupt. Ja, okay. Das heißt, das müssen wir auch noch machen. Faszinierend. So, jetzt werden wir gleich wieder die Animation kriegen. Dann würde ich sagen... Guck ich kurz, wie viele legendären Schlachten uns denn erwarten, weil... Es könnte ja eine Menge sein, eventuell. Weil ich glaube, so mit 3 werden sie uns nicht abspeisen. Denke ich zumindest mal. Warte, war es oben? Ich glaube, es war oben, ne? Das war hier auf jeden Fall. Dementsprechend. Kurz an dahin. So. Ich pausiere mal ganz kurz. Von daher, bis gleich. Okay, ich habe mal nachgeguckt. Insgesamt sollen es 4 legendäre Schlachten sein. Und das letzte wird erst anscheinend, aber die letzte Schlacht wird auch erst freigeschaltet nach der letzten Mission anscheinend. Also das heißt, dann kriegen wir erst auch die letzte Belohnung so gesehen. Somit muss ich also zweierlei Sachen erledigen. Okay, also, glaube ich zumindest. Ne? Aber es geht bald weiter mit Story, also freut euch schon mal drauf. Wir haben genügend gesammelt im Hintergrund, das heißt... Somit ist alles abgehakt. Aber finde ich gut. Ich habe euch gezeigt, wo man alles findet. Wie man alles findet. Ne? Und jetzt machen wir noch die... legendären Schlachten alle durch. Also die gehen. Weil es sind ja noch 2, die ich jetzt machen kann, angeblich, anscheinend. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das reicht ja auch schon. Was war das denn? Sowas hatte ich auch noch nicht. Na gut. Wieder 20.000 ab dafür. Ich hatte kurz so gedacht, das wäre wahrscheinlich irgendwie sowas von wegen, wenn man Geld braucht, dass man das schnell machen kann. Aber nee, ist tatsächlich auch so eine Sache, wo man ran muss. Labrador. Die Schlacht von Labrador. Wo sind die Hunde? Sorry.
Alles ruhig, Sir. Nichts da draußen, außer Eis. Feind voraus! An die Kanonen! Das war's für die! Alle Mann auf Position! Erwarten Befehle, Sir! Feuer! Sie verfolgen uns! Volle Segel! Bewegung! Das war's für die! Hebt dem Wind nach! Konzentriert das Feuer auf das Flaggschiff. Wenn wir sie versenken, verliert der Rest den Mut. Öffnet die Hauptsegel! Ja, dann fliegt keine Mörder mehr. Einholen! Wir sind beschädigt, Sir! Feuer! Daneben! Wo ist sie getroffen? Was? Und verbleiben wir von hinten an, Captain! Feuer! Oh, ja, Captain! Ein guter Treffer kann reichen! Volle Segel! Feuer! Der Schwachpunkt! Feuer! Setz sie da! Bereit zu feuern, Sir! Etwas kontrollierbarer anscheinend als die letzte. Das heißt, somit ist die einfacher als die erste? Okay. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich muss ja nicht alles verstehen, ne? Okay, hier habe ich schon wieder alles gesammelt am Handy, parallel. So. Jetzt ist natürlich jetzt hier die legendäre Schlacht erstmal wieder zu Ende. Ich guck mal ganz kurz, ob die nächste dann nachspawnt, wenn ich quasi, ne? Großsegel! Los geht's! Mal geguckt. Aber das heißt quasi nachspawnt, aber ne. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie... Ah, genau. Wahrscheinlich an einem anderen Spot landet. Jetzt merke ich nämlich gerade. Gut. Gebt mir etwas Fahrt! Autsch.
Oh, die Zeit ist durch. Das heißt, im nächsten Part machen wir noch eine Schlacht. Und dann geht's mit der Story weiter, weil ich glaube nicht, dass dann noch eine Schlacht verfügbar ist. Von daher, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.